Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen gemeinsam Summer in Mara. Lang, lang ist es her und es tut mir auch sehr, sehr leid, aber jetzt starten wir wieder voll durch und tauchen gleich ein in dieses wunderschöne Abenteuer. Ich bin sehr gespannt. Sind wir. Und damit nochmal ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen. Und willkommen zu Summer in Mara. Das sind wir. Und hier sehen wir schon die Insel. Ich glaube, es fängt mit dem Prolog an, den ihr eventuell auch sowieso schon spielen konntet. So. Wir könnten uns hier wieder hinsetzen, aber wir gehen einfach mal vorsichtig hier runter. Hallo! Koa, warst du wieder auf dem Dach? Fragt uns Yaya Haku. Nein, Yaya. Ich habe dich doch gerade runterkommen sehen. Gibt es etwas, das ich für dich tun könnte? Auf der Insel gibt es immer etwas zu tun. Wir brauchen Orangen, um Saft fürs Frühstück zu pressen. Ich bin zu alt, um sie selbst zu holen. Orangen für die Dame, aber natürlich. Okay, sammle 3 Orangen, um Saft fürs Frühstück zu pressen. Das nehmen wir natürlich an. Und weil es die Aufgaben aus dem Prolog, aus dem Tutorial sind, das wir schon spielen konnten, oder beziehungsweise das man jetzt schon spielen konnte auf Steam, erinnere ich mich ungefähr daran, wo es die Bäumchen gab. Und es gibt ja keinen Mangel an Orangenbäumen. Und dann holen wir uns da einfach ein paar leckere Früchte. Könnten auch ein paar mehr holen, wenn die hier schon rumstehen. Schaden tut es sicher nicht. Ich zumindest habe nichts gegen Orangen, sind super lecker. Also falls ihr jetzt den Prolog schon gespielt haben solltet, sorry, wir spielen ihn hier nochmal. Der gehört halt zum Spiel, das war ja nur, was schon mal vorher veröffentlicht wurde. Aber ich freue mich gerade sehr. Ich hatte so ein bisschen nachdem mein Teil mit Porsche ja quasi abgeschlossen ist und Stardew Valley ja auch im Prinzip durch haben. Es gab nochmal kleinere Updates, aber ich glaube nicht, dass ich da so wirklich gelohnt hätte. Jetzt haben wir 8 Orangen, nur mal 10 Orangen. Deswegen bin ich sehr froh, dass es endlich wieder ein schönes Spiel zum Entspannen gibt. Eventuell muss ich die Mausempfindlichkeit ein bisschen runterstellen. Oh, Scout, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, perfekt. Da fängt es schon an, ne? So, dann gehen wir mal wieder hoch zu Yaya. Vorbei an den süßen Schweinchen. Was sind denn da hinten? Ach, da liegt nichts. Da ist einfach ein kleines Küki. Okay, ein Küki. Darum kümmern wir uns bestimmt später. Aber wir könnten die Orange noch mitnehmen. So. Wenn ich Schokolade einpflanze, wächst daraus ganz bestimmt neue Schokolade. Wenn es mal so einfach wäre, ich glaube, dann hätten wir alle ein Schokoladenbeet. Hier hast du die schönsten Orangen der Insel. Ich danke dir sehr. Dieser Saft ist köstlich. Ich fühle mich voller Energie. Das freut mich zu hören. Vergiss nicht, Koa. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Jetzt müssen wir ein neues Ackerfeld vorbereiten. Gut, ich schaue dir von hier aus zu. Oh nein, nein, du bist doch schon ein großes Kind. Das kannst du auch selber. Nimm dir eine Hacke und bereite das Feld vor. Danach kannst du diese Karottensamen anpflanzen. Zum Schluss musst du noch Wasser aus dem Brunnen holen und die neu gesammelten Samen gießen. Muss ich danach duschen gehen? Wenn du dich schmutzig machst, ja. Ja, ja, es gibt doch immer etwas Schmutz an mir. Okay, wir haben 3 Orangen abgegeben und dafür Karottensamen erhalten. Wähle die Hacke aus, um mit dem Boden zu interagieren. Und haben ein neues Rezept für lecker aussehenden Orangensaft gelernt. Und darauf hätte ich jetzt auch Lust. Und ein neues Werkzeug, die Hacke. Bereite mit der Hacke ein Ackerfeld vor, um Karotten anzupflanzen. Das machen wir doch. Die Frage ist, haben wir die Hacke? Ja, haben wir schon. Perfekt. Das heißt, wir könnten jetzt hier... So, erstmal die Karotten...
Erstmal das Feld vorbereiten. Das ist jetzt offensichtlich eher ernten, was wir tun, aber das macht ja nichts. Und jetzt können wir die Karottensamen anpflanzen. So. 5 Stück sollten da wachsen. Weiter kann ich hier nichts anpflanzen? Nee. Schade. Leider nicht. Okay, ja. Ach so, genau. Wasser aus dem Brunnen. Da war ja was. So, wir haben Wasser. Und wir verschütten es schon fleißig. Aber indem wir hier stehen, bewässern wir schon das Feld. Die Felder sehen nach der Aussaat so toll aus. Ich würde mal sagen, bald haben wir hier leckere Karotten. Warum auch immer da jetzt nur noch 4 steht, aber wir haben auf jeden Fall nassen Boden. Alles ist fertig, Madame. Gut, jetzt brauchen wir etwas Feuerholz. Ich habe aber leider meine alte Axt verloren. Wir müssen wohl eine neue anfertigen. Kann ich das machen? Aber sicher, warum nicht? Du brauchst nur einen Stein und ein bisschen Holz. Toll, dann habe ich meine ganz eigene Axt. Wir werden es sehen. Hier, nimm die Materialien, geh ins Haus und baue in der Werkstatt die Axt. Danach treffen wir uns am alten Baum. Ja, vielen Dank. Du hast ein neues Rezept für ein Werkzeug gelernt. Dankeschön. Fertige eine neue Axt im Haus an. Das machen wir doch direkt mal. Was haben wir da? Öffnen. Ich brauche etwas, um diese Truhe zu öffnen. Ist klar, das kriegen wir bestimmt noch. So, auch wenn die Küche verlockend wäre für mehr Orangensaft, wir gehen mal zu den zur Werkstatt. Okay, warte, dann sind es die Werkzeuge hier. Wir wollen eine Axt bauen, wir haben alles. Wir akzeptieren das und wir haben uns eine neue Axt hergestellt. Ich muss mit dieser Axt vorsichtig sein. Sie ist sehr scharf. Aber genauso sollte es sein und da unten sehen wir schon Jaja stehen. Die Maus ist tatsächlich ein bisschen sehr empfindlich bei mir. Ich glaube, das muss ich tatsächlich mal machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt weniger empfindlich ist. Habe ich es geschafft? Ich weiß nicht. Ja, schau dir diese Axt an. Gut, als nächstes müssen wir diesen Baum fällen. Oh, der Baum tut mir leid. Mir tut er auch leid. Wenn wir der Natur etwas nehmen, müssen wir ihr auch etwas zurückgeben. Wir leben in Mara. Der große Ozean, der uns umgibt, ist voller Leben. Wenn wir die Natur für uns nutzen, ist es auch unsere Pflicht, sie für die Dinge zu entschädigen, die wir uns genommen haben. Wir sind Teil dieses Kreislaufs. Kor, nichts von dem, was du siehst, gehört dir. Mara hat es uns nur geliehen. Das gefällt mir. Soll ich den Baum jetzt fällen? Was sagt man? Danke, lieber Baum. Nimm einen Samen. Wenn du den Baum gefällt hast, pflanze den Samen irgendwo auf der Insel ein. Das ist ein fairer Tausch. Okay, wir haben einen Pinienkern bekommen. Fälle den Baum mit der Axt und pflanze einen Pinienkern mit der Hacke, damit ein neuer Baum wachsen kann. Das machen wir doch auf jeden Fall. Und wir könnten den Kleinen füttern. So. Dann werden wir jetzt aber hier einfach mal den Baum fällen. Ja, komm. So. Geschafft. Und wir nehmen uns natürlich alles, was hier runtergefallen ist. Einschließlich ist es Baumharz gewesen. Ich gehe davon aus. So, dann schauen wir doch mal. Haben wir hier irgendwo... Kann ich hier den... Ich kann hier den Pinienkern pflanzen. So. Jetzt schauen wir mal, wie wir das machen. Ich würde doch mal... Hier kann ich nicht. Ich finde ein flacheres Stück Land. Ja, warte mal. Doch, da hatten wir doch eben gerade was. Ich hier nicht eben eine Stelle, wo es ging? Da geht's. So, und da wächst jetzt ein neuer Pinienbaum. Der Baum ist jetzt angepflanzt. Ich hoffe, der wird richtig groß. Wenn du dich gut um ihn kümmerst, wird er bestimmt riesengroß. Ich werde ihn jeden Tag gießen, ja. Also gut, Kor. Möchtest du ein neues Rezept erlernen? Wir machen heute Orangenmarmelade. Das Rezept ist sehr einfach. Geh nach Hause in die Küche und bereite sie zu. Okay, wir haben Zucker bekommen und wir können jetzt Orangenmarmelade machen. Dann ist ja gut, dass wir ein paar zusätzliche Orangen gesammelt haben, sonst müssten wir da sehr wahrscheinlich jetzt doch nochmal ein paar sammeln. Unsere Karotten werden, die Hühner sind glücklich. Wenn wir Karotten... Moment, was ist das? Okay, das weiß ich nicht, was das sein soll. Aber für irgendwas wird das hier gut sein. So, rein ins Haus, in die Küche und wir machen eben Orangenmarmelade.
3 Stück brauchen wir dafür wieder? Die Marmelade ist lecker. Ich werde Jaja etwas davon bringen. Das tun wir natürlich. Wo steht denn jetzt Jaja? Okay, wir gucken mal. Sie ist weggegangen, aber sie wird nicht weit sein. Ach, guck mal, da unten steht sie schon. Dann gucken wir doch mal, was unsere Jaja jetzt hier treibt. Ich mag das Spiel übrigens jetzt schon. Also ich habe in den Prolog reingespielt, das ist jetzt das Hauptspiel. Aber ich habe mich da schon ein bisschen verliebt. Jaja, probier mal die Marmelade. Oh, es gibt Fisch zum Abendessen. Das kommt darauf an, ob sie anbeißen oder nicht. Wir werden sehen. Hast du Lust, leckeren Fisch zu kochen? Dann hör gut zu. Ich gebe dir das Rezept, Koa. Du brauchst einen frischen Rotflossenwels. Dann schneidest du ein paar Karotten. Warum kommen die Piraten hier vorbei? Und dann fügen wir... Hey Jaja, warum kommen die Piraten hier vorbei? Bitte? Ja, hast du mir zugehört? Ich kann sie vom Berg aus sehen. Sie bleiben immer weit weg und kommen nie hierher. Vielleicht, weil es hier nichts Interessantes für sie gibt. Unsere Insel ist winzig. Aber wir haben das Tor und die Quellen. Mio und Nao. Unsere Insel ist wunderschön. Das stimmt. Aber wir pflegen die Insel ja nicht für andere. Wir pflegen sie, weil es wichtig ist, sich um sie zu kümmern. Auch wenn ich manchmal weggehe, komme ich immer wieder zurück. Wegen dir und unserem Haus. Und selbst wenn ich einmal weg bin, kann ich nicht aufhören, an die Insel zu denken. Unser Zuhause ist ein Spiegelbild dafür, wie wir über uns selbst denken. Wir müssen uns doch selbst gern haben, nicht wahr? Das stimmt. Nun, worüber haben wir geredet? Übers Abendessen. Ah, ja, aber wo war ich stehen geblieben? Nun, es ist nicht so wichtig. Es wird langsam spät, Koa. Ich brauche Treibstoff für das Boot. Fülle den Tank und bring ihn zum Anlegeplatz. Natürlich, Madame Haku. So, wir haben einen alten Tank. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt, verdammt. Sammle Treibstoff von der Quelle am Tor der Wächter und bring ihn zu Jaja Haku. Ja, ich habe mir da einfach mal einen Regenwurm genommen. So, wo muss ich jetzt... Wo muss ich jetzt, Inventar? Habe ich hier irgendwo eine... Habe ich hier irgendwo eine Quest, eine Aufgabenliste? Nee, alter Tank, ein Bootstank mit geringer Kapazität. Na gut, da habe ich jetzt unvorsichtig was weggeklickt. Dann gucken wir einfach mal, wo wir das eventuell benutzen können. Das ist jetzt aber ungeschickt gewesen. Ich habe nämlich dummerweise zwar das Tutorial so ein bisschen gesehen, aber ich habe es nicht ganz durchgespielt. Weil ich mir dachte, ich will mich ja nicht spoilern lassen. Aber wir können uns auch einfach ein bisschen umgucken. Ich brauche einen besseren Hammer. Ah, warum überhaupt mal einen Hammer? Jaja hat gesagt, dass es in dieser Höhle früher Fledermäuse gab. Aber jetzt sind sie weg. Okay. Na gut, wir haben ja Zeit. Wir gucken uns ein bisschen um. Das würden wir sowieso... Und guck mal, wir sind hier seit... Ja, wir sind hier richtig. Perfekt. Zufällig richtig gelaufen. Wunderbar. Was haben wir hier also? Alter Tank, jawohl. Ich habe den Tank aufgefüllt. Perfekt. Ja gut, der ist noch voll. Aber wir könnten ihn auch wieder füllen. Sehr schön. Dann gehen wir zurück. Ich wusste gerade tatsächlich nicht, dass wir hier richtig sein würden. Gut, dass wir es versehentlich richtig gemacht haben. Dann gucken wir doch mal, was passiert, wenn wir... Ich glaube, das Tutorial geht sowieso nicht lange. Das wird die erste Folge vermutlich sein. Und dann spielen wir vielleicht noch ein ganz, ganz kleines bisschen weiter. Einfach, damit wir... Ah, jetzt so runter zum Boot. Gibt es hier eigentlich Fall? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber... Geronimo! Oh, ich kann schwimmen! Oh, perfekt! Na gut, ich habe es mir fast schon gedacht. Weil wir ja schließlich auf einer Insel sind. Da wäre es ein bisschen komisch, wenn wir nicht schwimmen könnten. Aber man weiß ja nie. Da hinten sind Seemöwen. Ich will den Strand erkunden. Und da ist Jaja. Na, dann passt ja alles. Und pass auf dich auf, Jaja. Weißt du noch, warum ich dich gebeten hatte? Wonach hattest du mich gefragt? Schokolade. Wenn du hier bleiben willst, kann ich das Boot nehmen und welche kaufen? In ein paar Jahren kannst du mich vielleicht in die Stadt begleiten. Das Meer ist sehr gefährlich. Versuche nie allein mit dem Boot hinauszufahren. Und was ist mit dir? Naja, also schön.
Ich erlaube dir, alleine zu fahren. Sind wir nicht ein großzügiges Kind? Ach, wunderschön. Und ich denke, damit ist unser kleiner Prolog zu Ende. Ich werde Jaja ein Abendessen kochen und sie überraschen. Am besten probiere ich das leckere Fischrezept aus. Mal sehen. Erstmal muss ich einen Rotflossenwels in den Teich fangen. Jaja hat ihre Angel mitgenommen. Ich mache mir eine in der Werkstatt. Ich mache mir in der Werkstatt einfach meine eigene. Ich brauche nur ein paar Materialien. Okay, doch noch nicht zu Ende. Sehr schön. Fertig in der Werkstatt in Koas Haus eine Angel und fange ein Rotflossenwels. Das kriegen wir bestimmt hin. Was brauche ich denn dafür? Jetzt gehen wir am besten erstmal kurz in die Werkstatt und schauen, was wir genau für die Angel brauchen, denn das weiß ich noch nicht. Wir werden ein Stöckchen brauchen und vielleicht noch was anderes. Denn ich schätze mal, ein Angelhaken wird sich auch nicht einfach so. Hey du! Na, irgendwas konnte ich doch gerade mit dem... Ach ja, oh, mit Mais füttern. Ich habe keinen Mais. Ich hätte aber Karotten. Wir konnten irgendwas mit Karotten füttern. Und pass mal auf, in der Werkstatt können wir anfertigen. Herzschwimmer. Okay, den können wir tatsächlich... Den können wir anfertigen, das ist gut. Und den Holzstab, dafür brauchen wir einen Herzschwimmer und weiteres Holz. Das können wir auch machen. Jetzt habe ich eine Angel. Ich sollte sie direkt im Teich ausprobieren. Wie war noch gleich das Rezept? Fisch, ein paar Karotten. Beim Rest habe ich nicht zugehört. Naja, wie auch immer. Das wird schon reichen. Du hast ein neues Rezept. Leckerer Fisch? Mit dem Fragezeichen ist sehr schön. Koch ein leckeres Fischgericht. Das kriegen wir hin. Aber erstmal müssen wir natürlich angeln. Gut, dass wir uns schon mal die Köder gekrallt haben. Warte mal. Kann ich dich? Oh, füttere die Tiere, um einen speziellen Gegenstand zu erhalten. Je mehr Tiere du hast, desto mehr Gegenstände erhältst du. Oh, tut mir leid, ich habe kein Essen für dich. Oh, schade. Na, kleiner Piep. Oh, er läuft uns nach. Bist du süß? Hallo. Du süßer kleiner Piepsmatz, du. Läuft uns das Schweinchen dann auch nach, wenn ich es füttere? Hi. Nee, lauf nicht weg. Hier. Oh, es hat's gefressen. Na, das Schweinchen läuft uns nicht einfach nach. Und ich bin fast froh, dass der kleine Piepmatz uns auch nicht weiter nachläuft. Sonst passiert ihm noch was. Dann gucken wir mal, wie das Angeln hier funktioniert. Angeln gehen. Drücke die Taste, wenn der Kreis grün ist. Okay, das kriegen wir hin. Also jetzt habe ich es natürlich gerade ein bisschen verrafft. Lass den Fisch nicht entkommen, halt den Balken gefüllt. Wie mache ich das denn? Achso, so, klar. Okay, verstehe. Wir müssen also wir müssen vermutlich entweder WASD drücken und dann mit A und D die Leiste bewegen. Einen Rotflossenwels haben wir gefangen, sehr schön. Und ich würde mal sagen, ich würde es aber noch einmal ausprobieren, gerne. So, schauen wir doch mal, ob wir den noch... Und tatsächlich, wir haben noch einen. Also das Angeln ist tatsächlich... Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann noch schwieriger wird. Aber es macht Spaß. Es macht mich nicht so wahnsinnig. Wie in Stardew Valley. Wobei ich aber sagen muss, bisher gefällt mir das, glaube ich, in My Time with Porsche besser. Aber das hat ja nichts zu heißen. Angeln ist ja nicht alles. Dann gehen wir doch mal kochen. So, leckerer Fisch. Zwei Karotten haben wir zum Glück noch. Wir haben noch ganz viele. Wir könnten uns dann auch nochmal Orangensaft machen. Einfach, weil... Ich mache mal nur eins. Es ist fraglich, ob es tatsächlich lecker ist. Von daher... Es sieht nicht wirklich lecker aus. Ich hoffe, dass es wenigstens essbar ist. Oh nein... Wenn es zu dunkel wird, findet Jaja nicht mehr zurück. Ich muss das Feuer auf dem Berggipfel anzünden, damit sie den Weg findet. Ich brauche nur eine Fackel. Das ist einfach. Jaja hat mir beigebracht, wie man eine macht. Ich glaube, ein bisschen Holz ist genug. Okay, wir haben eine Fackel, ein Fackelwerkzeug. Wir sollen eine Fackel herstellen. Habe ich denn noch Holz? Ich habe kein Holz mehr, ne? Okay, dann müssen wir erstmal einen neuen Baum fällen. Weißt du was? Wir pflanzen erstmal was ein. Oh, ich kann gerade gar nichts einpflanzen. Dann gehen wir doch mal... Warte mal, kann ich dich wegmachen? Bessere Hacke, um das wegzumachen. Okay. Und dann würde ich aber mal sagen, wir fällen den Baum hier.
In der Hoffnung, dass wir dann eben einen Kern bekommen, den wir wieder einpflanzen können. Momentan sieht es aber eher schlecht aus. Wir haben Harz bekommen, aber keinen neuen Samen. Schade. Warte mal, kann ich das... Okay, da würden wir also auch Holz herbekommen. Muss man ja alles erstmal rausfinden, aber ich werde hier definitiv nicht alles roden. Wir brauchen eine neue Fackel. So, da ist es, Werkzeuge. Dann stellen wir das doch mal her. Gut, die Fackel ist fertig. Ich muss vorsichtig sein. Feuer ist gefährlich. Ah, es wird dunkel. Es ist Zeit, das Feuer auf dem Berg anzuzünden. Gut, dass ich daran gedacht habe. Du bist so gewissenhaft, Koa. Aber natürlich sind wir das. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Feuer auf dem Berg, das wird nicht hier sein. Ich gehe davon aus... Ach, das Schweinchen schläft bei unserem neu wachsenden Bäumen. Oh Gott, bist du süß, kleines Schweinchen. Na, du schlafst, Mützi? Oh, ist das süß. Ich gehe davon aus, dass es hier vorne ist, der Berg. Ah, ne, da vorne. Da ist es. Es ist in der Nähe. Also wie gesagt, das müsste der Teil des Spiels sein, den ihr alle schon spielen konntet. Und den wir jetzt einfach mal hier als erste Folge... So. Da haben wir unsere Fackel angezündet und jetzt gehen wir tatsächlich... auf den Berg. Ich bin sicher, dass ich die Spitze erreichen kann, wenn ich wirklich schnell renne. Ah, weil natürlich unsere Fackel sonst irgendwann ausgeht. Sehe ich das richtig? Okay, verstehe. Wir rennen natürlich mit Schiff, dann können wir hier auf dem Weg die ganzen anderen Fackeln anzünden und dann hier... Ich glaube, ich kann Yaya von hier aus sehen. Ich bin froh, dass sie sicher angekommen ist. Ich hoffe, sie hat mir meine Schokolade mitgebracht. Und dann können wir also beim Runterlaufen mal gucken, ob wir alle Fackeln angezündet haben. Habe ich noch eine Fackel? Nee, ich habe gar keine Fackel mehr, ne? Vielleicht kann ich sie aber auch noch nicht ausrüsten und könnte sie... So, gucken wir doch mal, denn ich glaube, ich bin an mindestens einer Fackel vorbeigelaufen, die ich hätte anzünden können. Das aber nicht. Ja, das ist okay. So, dann können wir die Fackel erstmal wieder weglegen und ja, begrüßen gehen. Ist sie denn unten? Da ist auf jeden Fall ihr Boot. Dann gehen wir da doch mal hin. Und eigentlich gibt es keinen Grund, dass wir so schnell rennen und uns verausgaben. Was ist eigentlich das hier? Ah ja, hier können wir bestimmt... Oh, hier können wir bestimmt Schweinchen halten. Ja, ich sollte... Ich sollte nicht drinstehen und mich so einschließen. Ja, das ist... Ja. War mir erst nicht ganz sicher. Aber da ist sie. Schwer beladen, wie es aussieht. Hallo, Yaya. Yaya, hast du mir Schokolade mitgebracht? Die habe ich vergessen. Wie schade, Yaya. Hätte ich das gewusst, hätte ich kein Abendessen gekocht. Du hast Abendessen gekocht? Ja, das Fischrezept, das du so gerne magst. Es ist nicht sehr gut geworden. Es hat mich nicht besonders inspiriert. Das ist schon in Ordnung. Es tut mir leid, Yaya. Keine Sorge, Koa. Es war dein erster Versuch. Das ist normal. Talent muss gefördert werden. Übung macht den Meister. Fürchte dich niemals davor zu scheitern oder falsch zu liegen. Mach einfach morgen wieder Abendessen, dann übermorgen, dann überübermorgen, bis alles klappt. Laufe niemals vor deinen Fehlern davon. Nächstes Mal mache ich's besser. Genau. Komm zum Tor der Wächter. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber nimm zuerst dieses Schlüssel und hol mir die Kristallkugel aus meiner Truhe. Aus deiner Truhe? Ja. Du hast mir noch nie erlaubt, in deine Truhe zu schauen. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir treffen uns am Tor. Okay. Nimm den Kristall aus der Truhe von Yayaku. Natürlich, das machen wir. Tja dann, ne? Schauen wir doch mal, ne? Ich bin sehr gespannt. Wir rennen mal ein bisschen. Jetzt haben wir es wirklich eilig. Jetzt will ich wissen, was das für ein Kristall ist und was sie uns zu sagen hat. Und alle Tierchen schlafen, wenn auch mit offenen Augen. So. Ah, hier ist der Kristall. Diese Truhe ist voll mit Kleinigkeiten von mir. Und eine Menge Briefe und Papier. Haku bewahrt alles auf, aber nichts Wertvolles.
Ich werde Jaja den Kristall bringen. Okay, ist ein sehr schöner Kristall. Geht's zum Tor der Wächter? Gut, dass wir schon wissen, wo das ist. Und natürlich flitzen wir dahin. Denn wie gesagt, ich will natürlich wissen, was sie uns mitzuteilen hat. Kann ja nicht sein, dass wir das nie wissen. So. Nachts sind wir vielleicht gar nicht mehr so unglücklich darüber, dass hier keine Fledermäuse drin sind. Das könnte sonst für ein kleines Kind ein bisschen unheimlich werden, obwohl ich Fledermäuse zum Beispiel immer toll fand. Ich fand die irgendwie nie unheimlich. Wie steht's mit euch? Ich mochte Fledermäuse und ich fand die so süß. So, liebe Jaja, ich bin da. Was wolltest du mir sagen, Jaja? Erinnerst du dich an die Geschichte über die Wächter? Ja. Sie beschützen das Meer und das Tor. Genau. Wann auch immer die Insel einer Bedrohung ausgesetzt war, versammelten sie sich hier und öffneten das Tor mit Hilfe von 4 Kristallen. Öffnet sich das Tor irgendwann wieder? Nur wenn Mara in großer Gefahr ist. Sie wird sich öffnen, wenn die 4 Kristalle hier eingesetzt werden. Wie 4 Schlüssel. Ich wünschte, ich könnte sehen, was sich hinter ihr verbirgt. Jetzt ist dafür nicht der richtige Augenblick. Was ist mit den Wächtern geschehen? Sie sind nach und nach verschwunden. Nur wenige begriffen ihr Werk. Das ist traurig. Ich glaube, dass die Welt durch die Zusammenarbeit zwischen den Leuten angetrieben wird. Siehst du die Spirale auf dem Tor? Die Punkte sind voneinander getrennt, aber die Spirale verbindet sie alle. Der Wind von Mara. Stimmt. So wie wenn du mich um etwas bittest und ich dir helfe. Ja. Auch wenn du dich immer beklagst. Na, ich würde am liebsten nichts tun. Liegst du denn nicht gerne einfach im Gras? Natürlich, wer denn nicht? Es ist jedoch sehr wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Wenn einer dieser Punkte verschwindet, würde alles zusammenbrechen. Kor, du musst anderen helfen. Immer. Wie? Indem du ihnen gibst, was sie brauchen. Oder einen Samen einpflanzt. Jede Tat, so klein sie auch erscheint, kann anderen nützen. Müssen wir allen helfen? Selbst wenn sie gemein sind? Es gibt gemeine Leute, die verloren sind und Hilfe brauchen. Aber es gibt auch Leute, die wirklich gemein sind. Wie kann ich den Unterschied erkennen? Das erkennst du, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lade sie zum Essen ein. Das sagst du oft, Jaja. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Das stimmt auch, Kor. Vergiss das nicht. Es ist Zeit. Also Zeit, schlafen zu gehen. Jetzt schon? Der Tag ging wirklich schnell vorbei. Gute Nacht, kleine Wächterin. Oh. Damit wäre, glaube ich, auch gesagt oder würde feststehen, dass wir ein Mädchen sind. Aber zumindest zu dem Zeitpunkt kann man sich auch noch vorstellen, dass Koa ein kleiner Junge wäre. Ich wusste es tatsächlich nicht. So gut schaffe ich es immer, mich nicht zu spoilern. Aber ja, wir flitzen nach Hause und gehen schlafen. Dann würde ich fast sagen, beenden wir auch diese erste Folge gleich, wenn wir am nächsten Tag aufwachen. Das sollte jetzt dann tatsächlich wohl das Tutorial gewesen sein. Vielleicht auch nicht, ich weiß es tatsächlich nicht, ich habe es ja nicht gespielt. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf alles, was wir hier erleben werden. Dann gehen wir mal schlafen und ich würde sagen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Summer in Mara, wenn es hoffentlich richtig losgeht und wir vielleicht ja schon ein paar Jährchen älter sind oder mehr Verantwortung tragen oder einfach nahtlos da weitermachen. Wir werden es sehen. Bis dahin, macht euch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und bye bye.